zurück auf FIFA 14. Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit der Bundesliga. Jetzt haben wir erstmal eine Nachricht, die ist aber eigentlich unwichtig. Die können wir eigentlich rausnehmen. So. Wir spielen jetzt nämlich als nächstes gegen Gladbach. Und wir haben auch noch ein Transferangebot bekommen für Kießling, aber wir brauchen den. Ja, klar, die Stuttgarter. Die Stuttgarter, die haben wir letztes Mal unentschieden gespielt und jetzt wollen sie ihn haben. Jetzt wollen sie ihn haben. Ja, ja, 11 Millionen. Nee. Nee, möchten wir nicht, weil wir den noch brauchen, würde ich jetzt mal sagen. Pressekonferenz machen wir. Wir motivieren unsere Mannschaft. Und dann sollte das gegen Gladbach auch klappen. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel. Wer soll das sein? Sydney Sam, glaube ich, ne? Und rechts, keine Ahnung. Wir spielen in Schwarz, Gladbach, ja, in Weiß. Kann man gut auseinanderhalten. Wir spielen mit derselben Aufstellung wie in der letzten Folge. Ja, ich weiß, sie ist schon 2 Wochen her, aber trotzdem. Trotzdem. Oh Mann, Freistöße ist nicht so mein Ding, glaube ich. So, auf geht's in die Partie. Mal sehen. Lange kein FIFA mehr gespielt. Nein, Quatsch, stimmt nicht. In der Zeit, wo mein Umbau halt hier war, von meinem Zimmer, habe ich auf dem Laptop spielen können. Aber der reicht natürlich nicht aus für eine Aufnahme. Und Ruhe habe ich da unten auch nicht. Ja, Battlefield 4 spielbereit. Update, Update, Update. Ja, der Rechner lief jetzt 2 Wochen lang nicht. Ich würde sagen, wir überspringen das Ganze hier. Wie gesagt, 4-3-3 spielen wir weiterhin. Ich würde sagen, auf geht's ins Spiel gegen die Gladbacher. Ich weiß gar nicht, wo die im Moment stehen. Auf welcher Schwierigkeit ich spiele, weiß ich. Ich glaube, Profi spiele ich gerade, weil Weltklasse ist immer irgendwie so eine Sache. Weiß ich nicht. Ich finde, Profi geht voll klar für mich, aber irgendwie Weltklasse. Da wird es dann bei mir schon ein bisschen schwieriger. So, wir probieren es hier so ein bisschen durchzukombinieren. Natürlich wollte ich da nicht hinspielen. Castro bekommt da den Ball nicht. Der landet nämlich bei Ter Stegen, auch wenn es da ein bisschen Probleme gab. So, Toprak jetzt hinten raus. Ja, oh, der hat ihn noch gegen die Hand bekommen. Eindeutig, das war ein kleiner Bug im Spiel. Vielleicht kriegen wir jetzt über rechts hier. Sydney Sam, der ist nämlich schnell unterwegs. Boah, die machen aber schon direkt zu da hinten. Aber Hilbert denkt mit. Vielleicht können wir jetzt über Flügel gehen, bringen den Ball einfach mal rein. Ja, oh, wo geht der denn hin? Brandt, Julian Brandt, das Talent. Auf Kießling aus der Drehung vielleicht. Ah, oh, schade, der Ding war dran. Knappes Dingen, aber der war nicht drin. Drin ist nicht drin. Wir müssen mal einen Sieg bringen. Jetzt vielleicht über Bender. Hier die Mitte ist auf jeden Fall schon zu. Nochmal rüber auf Bönisch. Wieder zurück auf Bender. Kießling da geblockt. Den brauche ich nicht anspielen. Oh, das war schlecht gespielt von Bender. Da habe ich nicht, oder hat er den Pass nicht gut gemacht? Auf Castro oder Reinhardt war es. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Gladbacher nicht zu viel Freiraum hier genießen. Aber Reinhardt holt sich da den Ball jetzt. Kießling, mal gucken, da startet niemand so wirklich durch. Und jetzt Bender, ist natürlich jetzt auch nicht so der Dribble-Experte. Sydney Sam, aber jetzt kommt Bender. Oh, der zimmert den aber auch vorbei. Hat sich da aber einen guten Laufweg gemacht, aber der zimmert den voll vorbei. Ja, das war natürlich nichts. Aber das sah doch schon mal gut aus. 13. Minute, erster Torschuss. Hätte eigentlich ein Tor sein müssen, aber irgendwie war es keins. So, Ter Stegen jetzt mit dem kurzen Abstoß. Der Ball geht aber direkt wieder zurück und jetzt kommt der lange. Ja, ja, so kann man es auch machen. Wir wieder in der Vorwärtsbewegung über Castro zu Reinhardt. Der verliert da so halb den Ball, kann sich dann aber doch noch behaupten. Sydney Sam war, glaube ich, im Abseits. Nein, doch kein Abseits. Dribbelstark natürlich hier. Zurück zu Reinhardt. Der legt auf für Castro. Der erwischt den Ball überhaupt nicht gut. Schade. Ah, zweiter Torschuss, 16. Minute. Wir gehen mal aufs komplett Offensive. Oh, Raphael jetzt hier am Ball. Aber, da springt er über die Grätsche. Wir hauen den Ball einfach mal raus. Den kann natürlich keiner kriegen, außer Ter Stegen, der ja eventuell, also für mich ist es eigentlich schon durch nach Barcelona geht, war ja angeblich schon beim Medizincheck. Was da dran ist, das weiß ich nicht. Was denkt ihr denn? Ist das Ding schon durch oder meint ihr, er bleibt Gladbach weiterhin treu? Also wie gesagt, für mich ist das Ding schon durch. Der wird bei Barca spielen, weil Victor Valdes ja auch aufhört bei Barca, glaube ich. Wurde mal vor ungefähr einem Jahr, gab es da auf transfermarkt.de einen Artikel drüber, die sich auf eine Quelle bezogen haben, wo er zitiert wurde, wie das Ganze da jetzt genau
alles drin stand, weiß ich natürlich jetzt nicht mehr. So, die Gladbacher jetzt gerade in einer starken Phase, aber natürlich stehen wir hinten gut. So, jetzt wieder über Sydney Sam über den Flügel. Aber keine Chance, den machen sie da gut dicht. Probieren wir doch jetzt mal Reinhardt jetzt hier am Flügel. Auf Sydney Sam wollte ich den eigentlich spielen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. So, wir hängen uns wieder ran. Wir müssen eine gute Rückwärtsbewegung haben, denn Gladbach ist relativ schnell unterwegs mit dem guten Angriff. Ja, was heißt gute Spieler, aber mit dem relativ guten Angriff. Kiesling verliert da den Ball. Ganz unglücklich, war auch schlecht gemacht. So, jetzt muss ich aufpassen, dass sich hier keine Lücke auftut. Wollscheid jetzt am Ball wieder. Nein, der verliert da und der Ball kommt rein. Ich dachte, der Ball wäre in der Luft. Oh, Glück gehabt. Fast noch ein Eigentor. Ich kriege den Ball da hinten nicht raus. Das gibt es doch nicht. So, Reinhardt. Ach, schade, schlechte Annahme. Sydney Sam jetzt aber rüber auf Bender. Das ist natürlich jetzt hier nicht der Stürmer. Aber gut für Sydney Sam, war aber leider abseits. Wie knapp war das abseits? Oh, Millimeter. Also für mich war es gleiche Höhe. Für mich war es gleiche Höhe. Zu Recht hier das 1:0 eigentlich für uns. Für Leverkusen. Das hätte hier zu Recht das 1:0 geben müssen. Das war definitiv keine Abseits. Fette, fette Fehlentscheidung. Oder fetter Bug im Spiel. Je nachdem, wie man es sehen will. Weil der Schiedsrichter entscheidet ja nicht. Das sind ja alles hier nur vom Spiel. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt vielleicht nochmal das 1:0 hinbekommen. Jetzt geht der Ball allerdings erstmal ins Aus. Ja, der Ball ist aus. Ist er. Scheiße. Das ist scheiße. Mann. Ich bin im Moment nicht gut drauf. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt aber hier Bönisch. Jawohl, im richtigen Moment. Aber der Ball landet sofort wieder bei Gladbach. Jetzt aber Reinhardt. Oh, der hat aber echt keine gute Ballannahme. Also schon das zweite Mal, dass er da so einen Ball so verdaddelt. Da unten läuft jetzt Kiesling. Nimmt da Fahrt auf, setzt sich da auch durch gegen Stranzl. Schießt und Ter Stegen mit der Glanztat. Jetzt bringen wir den Ball nochmal rein. Oh, der geht aber über Freund und Feind und wird damit nach Fußabwehr, ja, Fußabwehr, aus der Gefahrenzone gebracht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Raphael ist ein relativ guter Dribbler. Wir verlieren den Ball sofort wieder. Dank Toprak war es, glaube ich. So, jetzt aufpassen. Wollscheid hier souverän den Ball geholt. Bender, oh, knappe Sache hier. Fast den Ball verloren. Der Schiri spielt auch ein bisschen mit. Sah so aus, als wäre der da am Ball gewesen. Jetzt müssen wir gucken, wen spielen wir an. Bönisch. Boah, die machen da jetzt hinten die Räume eng. Castro jetzt wieder am Ball. Der sieht Bender und... Oh, schon wieder Ter Stegen. Schon wieder Ter Stegen, aber wieder Bender. Richtig gut drauf, Leute. Der ist richtig gut drauf. Da, guckt euch das an. Jetzt gleich der Schuss, aber Ter Stegen macht sich da ganz lang. Fängt den Ball noch ab. Weiterhin 0-0 hier. In Leverkusen. Jetzt Kiesling mit dem Kopfball. Oh, direkt auf Ter Stegen. Direkt auf Ter Stegen. Schlechter Kopfball von Kiesling. Und er ist schon so groß und könnte eigentlich so easy köpfen. Ja, aber schlechter Kopfball. Jetzt vielleicht Sydney Sam. Da unten Reinhardt. Hat er einen guten Schuss. Oh, am Tor vorbei. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Tor. Der war auch noch abgefälscht. Jetzt bringen wir hier mit Castro erstmal die Ecke. Kiesling sollte den bekommen. Schon wieder genau in die Arme von Ter Stegen. Das gibt's doch gar nicht. Genau in die Arme von Ter Stegen. Jetzt gleich würde ich sagen, pfeift der Schiri erstmal ab. Zur Pause. Im richtigen Spiel Leverkusen gegen Gladbach gab es ja auch nur ein, also in der Rückrunde, auch nur ein 0:1 für Leverkusen durch Hoiming Son. Ja, der einfach mal aus 16 Metern draufgehalten hat und das Ding hat gesessen. Ich habe das Spiel gesehen. War ansonsten ein eher langweiliges Spiel, ähnlich wie hier auch. Wobei man sagen muss, das hier ist ziemlich einseitig, ne? Also es ist da. Ihr seht es, es ist ziemlich einseitig. Die Schüsse sind eigentlich nur von unserer Seite aus. Gar nichts von Leverkusen. Das hätte das 1:0, nein, Quatsch, das war das gar nicht. Das hätte schon, weiß ich nicht, wie vierte Tor sein können. Hier nochmal der schlechte Kopfball. Ich hoffe, jetzt gleich kommt das nochmal. Ne, schade, kommt jetzt nicht. Da das 1:0, was Bender da, das müsste es sein, wo Bender, nein, das müsste es nicht sein, 43. war das nämlich schon. Und Frankfurt führt gegen Braunschweig und Bayern, na klar, 3:0. In München gegen den ersten FC Nürnberg, beziehungsweise auch genannt der Club. So, jetzt versuchen wir es erneut.
hier 1-0 in Führung zu gehen. Schade, da geht die Lücke nicht auf, die ich mir da so ausgedacht hätte. Ah, faul. Na klar, das war ja wieder klar. Ach Leute, so, jetzt aber hier, komm. Hau den Ball erstmal weg und jetzt hole ich mir den. Nein, jetzt aber. Oh, 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 ganz dicker Fehler hier von Toprak. Schon wieder so ein Schlenzer. Manometer. Ey, was war das denn für eine schlechte Ballannahme? Toprak mit dem nächsten Fehler. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, ihn auszuwechseln. Nein, das ist ja alles eigentlich so ziemlich meine Schuld. Oh, schlechter Pass von Bender. Der kommt da nicht an, aber jetzt holt er sich den Ball. Wunderbar im richtigen Moment. Wir halten einfach mal drauf mit Kiesling. Schade. Schade, da richtig gut gemacht von Bender und dann leider keine Anspielstation. Dann musste ich einfach aus der zweiten Reihe schießen. Ganz einfach zu halten für Ter Stegen. Jetzt bringen wir erstmal die Ecke rein. Castro, ah, die ist nicht gut gemacht. Sydney Sam kommt jetzt hier erstmal an den Ball. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sich hier vielleicht die ein oder andere Lücke auftut. Jetzt mit Reinhardt. Wir schießen, wir haben freie Schussmann. Der Ball abgefälscht. Wieder Ecke, diesmal von rechts. Da eigentlich ganz gut gemacht, denn da hat sich jetzt eine Lücke aufgetan und dann im letzten Moment kommt da noch ein Bein dazwischen. Schade. So, wir bringen die Ecke rein. Castro wieder. Ah, die ist auch nicht gut getreten. Schade, die habe ich nicht gut gemacht. Also die Chancenverwertung ist echt mager. Es könnte hier schon locker 3-4-0 stehen, aber noch steht die 0 bei beiden Seiten allerdings. Gladbach aber auch extrem schwach in dieser Partie. So, jetzt kommen sie vielleicht. Nein, keine Chance hier gegen meine Abwehr. Bönisch da ganz locker geklärt. So, jetzt kommen sie wieder mit Korb, aber ich glaube, das wird nichts. Jetzt kommen sie mal Richtung Strafraum. Die Flanke landet aber im Nirgendwo. So, jetzt haben wir mal einen Abstoß. Jawohl. Vielleicht wird das sogar schon als Torschuss gewertet. Bei den Gladbachern, man weiß es nicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder schnellstmöglich an den Ball kommen. Uns da ein bisschen durchkombinieren. Und dann vielleicht mal das 1-0 schaffen. Oder eher gesagt, das 1-0 machen. So, Sydney Sam jetzt am Ball, der wie gesagt im Sommer zum S04 wechselt. Warum auch immer. So, jetzt vielleicht wieder in der Vorwärtsbewegung. Julian Brandt, wie gesagt, das Talent. Mal gucken, inwiefern er hier so Talent bei uns zeigt. Scheiße, den habe ich jetzt verpennt. Beziehungsweise Kiesling hat gepennt, das bin ja nicht ich. Nee, das bin ja, das war schon Kiesling. Jetzt auch noch Stürmerfoul. Stürmerfoul von Kiesling. Gibt's so gar nicht. So, jetzt wieder Gladbacher mit einem Freistoß. Der landet aber sofort bei uns in der Mauer. Und das müsste Abseits eigentlich sein. Das war kein Abseits. Also das glaube ich nicht, dass das kein Abseits war. Da war mein 1-0, ja, was Abseits gepfiffen wurde. Kein Abseits, aber das war gerade eins. So, Raphael verliert da wieder den Ball. Glück im Unglück, die stehen jetzt hier. Oh, was war das denn? Castro lässt da einfach den Ball vorbeilaufen. So, jetzt, das war kein Abseits, auf jeden Fall. Würde ich jetzt, ja, das war kein Abseits. So, jetzt bringen wir mal den Ball rein. Oh, der ist viel zu weit. Und, oh, Latte, wer war das? Ich glaube, das war Sydney Sam. Der köpft da gegen die Latte. Ich dachte, der Ball wäre schon verloren. Der ist viel zu lang. Und dann köpft Sydney Sam den gegen die Latte. Mann, das 1-0 will einfach nicht fallen. Es will einfach nicht fallen. So, Kramer kommt. Und Xhaka geht vom Platz bei den Gladbachern. Jetzt müssen wir aufpassen. Arango, der hat nämlich einen guten Schuss. Oh, 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 kommen wir jetzt hier in Rückstand. Das ist viel Gewusel hin und her. Alle liegen so auf dem Boden. Aber Leno behält da die Übersicht, schmeißt aber dann allerdings den Ball direkt zum Gegner. Jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt endlich mal hier was gebacken bekommen. Das verdiente 1-0, das wartet auf mich. Ich merke das. So, dann müssen wir gucken. Oh, hier ist aber auch keiner, den ich anspielen kann. Endet zum Glück nicht im Fehlpass. Jetzt mal gucken, hier Julian Brandt ganz außen. Reinhardt. So, jetzt mal mit einem angeschnittenen. Och, schon wieder Ter Stegen. Nicht umsonst ist der so gut. Mann, das gibt es doch nicht. Und Sydney ist immer aus Spitzenwinkel keine Chance. Denn Ter Stegen sofort wieder da. Mann, 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 Mann. Nee, wir verschenken hier eine Chance nach der anderen. So, jetzt vielleicht Sydney Sam aus der Position. Eigentlich eine dumme Idee zu schießen, aber ich wusste gerade nicht, was ich machen soll. Weiterhin steht es hier 0-0. Ihr seht, ich bin richtig, richtig gut in FIFA, ja. Also mein Talent kommt hier richtig gut zur Geltung. Zum Glück nicht gepfiffen. Boah, direkt wieder der Ball weg. Reinhardt.
Verliert da den Ball. Ah, schade, kann ich mir nicht holen. Bender aber sehr zweikampfstark. Ah, mit Ball aber eher weniger gut unterwegs. Boah, Ter Stegen im letzten Moment, sonst wäre ich da dran gewesen. So, jetzt versuchen wir es nochmal bei Sydney Sam. Der versucht sich da jetzt loszulösen. Castro vielleicht mal aus der Entfernung abgefälscht. Den kann ich noch holen. Das gibt keine Ecke. Normalerweise lässt man solche Bälle ja zur Ecke raus. Mann, das gibt es doch nicht. Ich versuche mich hier echt gut durchzukombinieren so ein bisschen. Ne? So ein bisschen auf engem Raum so ein paar Pässe spielen. Das schüchtert den Gegner vielleicht so ein bisschen ein. Aber meine Taktik geht nicht ganz auf. Oh, sehr schönes Zusammenspiel hier von Sydney Sam und Hilbert. Aber der wird dann im letzten Moment wieder gestoppt. Im letzten Moment immer hier. Da fehlt das letzte Quäntchen Glück. Das ist scheiße. Und ich bin schon auf komplette Offensive umgestiegen hier. Jetzt gibt es erstmal wieder Einwurf für Gladbach. Das kostet mich nur Zeit. Raphael und Kruse. Ja, die beiden. Sie sprechen sich hier, was sie machen können gegen mein Bollwerk an Verteidigung. Ja, ihr habt ja keine Chance. Mlaupa. Ich kann das nicht aussprechen. Von daher. Egal. So, Wollscheid holt sich da den Ball und Hilbert kriegt ihn dann endgültig. Oh, Reinhardt einfach nicht gut heute, aber erobert sich dann im wichtigen Moment vielleicht den Ball, verliert ihn dann aber auch schon wieder im wichtigen Moment. Jetzt haben wir erstmal den Ball, nein, den haben wir nicht, schon direkt wieder verloren. 87. Minute, wir müssen jetzt mal einen Punkt hier, noch zwei Punkte können wir hier noch holen. Der Ball landet wieder im Aus, das kostet natürlich unnötig Zeit. Kommt schon. Vielleicht jetzt noch so ein Last-Minute-Tor. Das wäre ganz gut, auch wenn es nur Bundesliga ist. Wäre es ganz schön. Wir gehen jetzt hier defensiv auf jeden Fall drauf. So, Julian Brandt, jetzt vielleicht das Tor. Sam schießt ganz woanders hin, aber nicht aufs Tor. Scheiße, ey, und das war so gut gespielt. Der hätte drin... Jawohl, Kiesling, sehr nice. Was war das denn? 90. Minute, wir können uns jetzt hier nicht mehr viel erlauben. Scheiße, das war... Wir haben noch den Ball, wir haben noch den Ball. Kiesling. Mann, wohin mit der Kugel? Die stehen da hinten drin. Jetzt pfeift der Schiri, glaube ich, ab. Wir hauen den Ball nochmal vorne rein. Leider kommt er nicht mehr an. Ja, schlechtes Spiel hier. Ein schwaches 0:0. Wir hätten hier locker mit 3:0 aus der Partie rausgehen können. Aber es gibt nun mal Tage, da hast du einfach Glück. Und dann kommt auch noch das Pech dazu. So ist das. Scheiße, also das ärgert mich eigentlich wirklich. Das ist irgendwie wirklich scheiße. Nur 0:0, davor auch schon unentschieden. Ich glaube, gegen Augsburg war der einzige Sieg, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das ist jetzt das dritte Spiel, glaube ich. Nicht sehr gut. Schauen wir doch mal auf die Tabelle. Die Höhepunkte können wir uns schenken, denn davon haben wir nicht viele. Dafür schauen wir auf die Tabelle. Ja, Bayern hat gewonnen. Natürlich, wie auch anders zu erwarten. Wir sind nur auf dem 11. Platz und haben nur 3 Punkte aus 3 Spielen. Das ist ein Durchschnitt von 1 Punkt pro Spiel. Das habe ich jetzt ausgerechnet ohne Taschenrechner. Ohne Taschenrechner. Ja, das ist nicht so gut. Schauen wir mal, die Bayern natürlich wieder Erster mit 12 Punkten. Dahinter Dortmund und Stuttgart auf der 3. Wir könnten eigentlich auch so weit oben stehen mit 7 Punkten, aber das tun wir nicht. Ne, mit 6 Punkten, Entschuldigung. Ja, als nächstes geht es dann gegen Wolfsburg und mal gucken, was da geht. Und demnächst startet dann auch die Champions League und dann kommt auch noch der DFB-Pokal und die Transferphase ist bald vorbei. Ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es gegen Wolfsburg ausgeht und was da läuft, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play FIFA 14. Ich bin raus, euer Dero, macht's gut, bis dann, ciao.